Also meine Rolle hat sich so im Laufe der Zusammenarbeit auch ein bisschen entwickelt. Also eigentlich war ich eingeladen, das Plakat, die Werbedrucksachen, die dafür nötig waren und den Katalog zu gestalten. Kam dann aber sehr schnell dazu, dass die Kenntnis, die wir über Ostberliner Orte hatten, dass die eine ganz nützliche Sache war, auch für die Zusammenarbeit mit den Künstlern selbst. So, da wären wir nahezu zum letzten Mal. Küche, großer Flur, viele Regale, viele Kratzer in den Wänden, viele, ja. Naja, es ist gerade nahezu der letzte Tag heute hier. Das war das, was man ein Wohnzimmer nennt normalerweise, obwohl ich nicht genau weiß, was man eigentlich macht, wenn man wohnt. Und hier war ein großer Schreibtisch und so viele Bücher waren hier gar nicht, die waren alle im Flur. Bilder an der Wand, ein großer alter Schrank. Und hier sind wir dann in dem Raum, in dem alles irgendwie so stattgefunden hat. Also wir hatten hier eigentlich ein großes Bett zu stehen und eine Musikanlage und nicht viel mehr. Und das alles flog raus, damit wir dann hier wirklich einen freien Raum haben für die Installation. Weil das einzige wirkliche Überbleibsel von der ganzen Installation ist sozusagen dieses Objekt und ist diese merkwürdige Platzierung einer Steckdose, die da oben hängt. Gleich neben der Verteilerdose wurde die angebaut, weil eine der Projektionen, da waren da oben, war so ein kleines, wie nennt man das, so eine kleine Traverse mit zwei Winkeln und da war einer der Projektoren drauf und projizierte hier irgendwo an die Ecke. Particulare von Giovanni Anselmo ist entstanden im Rahmen eines Ausstellungsprojektes. Das hat im Jahr 1990 in Berlin stattgefunden, vom 1. September bis zum 7. Oktober. Und die Idee dieses Projektes war, 11 nationale, aber auch internationale Künstlerinnen und Künstler einzuladen, dass sie im Frühling 1990 nach Berlin kommen, durch die Stadt laufen und sich sozusagen inspirieren lassen von dieser ja sehr besonderen Umbruchsituation. Denn nach der Maueröffnung wurde ja sozusagen auf politischer Ebene sofort darüber verhandelt, wie diese beiden deutschen Staaten wieder zusammenwachsen könnten, während zeitgleich täglich diese beiden Berliner Stadthälften sich begegnet sind und dabei ja zunehmend auch die Unterschiede der beiden Stadtteile deutlich wurden. Die Ausstellung Die Endlichkeit der Freiheit wurde geplant vor dem Fall der Mauer, als die Mauer noch stand. Sie wurde realisiert nach dem Fall der Mauer. Die Idee war ursprünglich, Gemeinsames zu finden, Verschiedenheiten, aber auch Verbindungen herzustellen zwischen den verschiedenen Teilen, nicht nur Berlins. Und nach dem Fall der Mauer war der Akzent plötzlich eher auf dem Trennenden, auf dem, was sehr schwer zu vereinigen ist und was wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren gar nicht zusammengeht. Berlin kommt in eine Zone der Unsicherheit zunehmend. Und ich glaube, Unsicherheit und eine Situation von Unsicherheit, von Verlust von Sicherheit, von Ordnung ist eine gute Situation für Kunst. Und auch die Auswahl der Leute, der Künstler, die da dran arbeiten jetzt, ist eine Garantie dafür, dass da Dinge entstehen, die eher verunsichern als bestätigen. Giovanni Anselmo war einer der 11 Künstlerinnen und Künstler, die eingeladen wurden. Und der Grundgedanke
schon aus dem Jahr 1986 war, dass die Künstler eine zweiteilige Installation gemacht haben, also einmal im Osten und einmal im Westen der Stadt, sodass sozusagen Besucherinnen im Idealfall ein Werk nach dem anderen aufgesucht haben und im Prinzip durch ihre Bewegung die Mauer sozusagen permanent wieder im wahrsten Sinne des Wortes überwunden haben. Die Idee hatten Heiner Müller hier im Bild mit Zigarre, Rebecca Horn und Janis Kunellis und der Legende nach saßen die drei eben in der Paris-Bar und haben über Kunst und die Mauer und das Theater gesprochen. Und nach der Maueröffnung hat Rebecca Horn dann den Kurator Uwe Herzogenrath angerufen, der wiederum gerade frisch nach Berlin gekommen war, hat ihm von dieser Idee erzählt und er hat das Projekt dann gemeinsam mit dem Ostkurator, den wir hier auch im Bild sehen, Christoph Tannert, umgesetzt. So eine utopische Idee war natürlich klar gar nicht zu realisieren, bis 9. November kam und zwei Wochen später sprach ich mit Rebecca Horn und sagte, nun könntest du das doch machen. Und sie war sofort Feuer und Flamme, hat mit Heiner Müller, mit Kunellis gesprochen und so trafen wir uns gleich Anfang des Jahres. Und wie können wir das hinbekommen? Wer als Künstler sollte dabei sein? Wie kann die Finanzierung sein? Welcher Titel könnte diese Ausstellung haben? Und alle drei waren so begeistert, dass man sagen kann, das ist eine von Künstlern erfundene und kuratierte Ausstellung, wo wir sozusagen die üblichen Macher eigentlich nur geholfen haben, dass es sich realisieren ließ. Denn es war ungewöhnlich in diesen Umbruchszeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Erste Frage nach dem Titel, ein Herumtasten über den Herbst der Freiheit, aber diese Jahreszeit ist zu belastet und überhaupt waren die Jahreszeiten in Deutschland in der Realität nicht wirksam, nur Beschreibungen von Stimmungen. Worte wie Kühle, Frost der Freiheit, bei allem Positiven der Geschmack von Schalheit, von kriechender Angst. Jeden Tag ändert sich etwas. Was erleben wir denn in den nächsten Monaten, wenn die Ausstellung sein soll? Lass die Dinge so nüchtern, wie sie sind. Die Titelsuche endete schließlich in die Endlichkeit der Freiheit. Also eine bestimmte Art von Freiheit, die wir bekommen haben als Ostler, wurde eingetauscht gegen eine andere Freiheit, die zu Ende gegangen ist. Das hätte man vielleicht so klar und deutlich in dem Moment gar nicht sagen können, weil alle gesagt haben, freut euch doch und wir haben euch doch jetzt alles gegeben und tralala. So. Es war vielleicht gar nicht formulierbar in einem längeren Satz, aber in so einem Titel war es formulierbar. Das heißt, in so einem Titel konnte man plötzlich sagen, endlich haben wir das eine und das andere ist zu einem Ende gekommen. Das schwingt so mit, ohne dass es groß ausgedrückt werden musste. Als ich dann verstanden habe, worum es ging, war ich eigentlich noch ein bisschen begeisterter, weil die Idee, dass ein Publikum sozusagen die Seiten der Stadt wechselt, um ein Kunstprojekt anzuschauen, was in beiden Stadthälften passiert, war großartig. Denn wir rannten alle rüber in den Westen und guckten uns West-Berlin an und hatten das Gefühl, dass die Ost-Berliner so ein bisschen unter sich waren und die West-Berliner gar nicht nach Ost-Berlin kamen. Es sei denn, sie wollten irgendwas kaufen, irgendeine Immobilie oder sowas. Aber wir waren irgendwie noch Terra incognita. Interessanterweise ist Anselmo der einzige von den 11 Künstlerinnen und Künstlern, der die Berliner Mauer sozusagen in ihrer Funktion als Grenze gar nicht selber erlebt hat, weil er war 1958 das letzte Mal in Berlin und kam dann sozusagen 32 Jahre später wieder in die Stadt und ihm wurde eine Assistentin zugeteilt, Stella Bessiana, die war damals Studentin bei Rebecca Horn. Und gemeinsam mit ihr, mit dem Kurator Wolf Herzogenrath und mit Wolfgang Max Faust, der hat dann später den Katalogtext geschrieben,
Sind Sie durch Berlin spaziert und waren am Spreebogen unterwegs, vor dem Martin-Gropius-Bau, im Tiergarten, durchaus auch direkt an der Mauer, die ja zum Teil noch stand, beziehungsweise gerade abgebaut wurde. Und nach diesem Spaziergang hat Anselmo sich aber trotzdem dagegen entschieden, seine Installation im öffentlichen Raum zu zeigen, sondern hat gesagt, er würde sie gerne in zwei Privaträumen zeigen. Es sollte also nichts Spektakuläres werden, sondern eher etwas Neutrales, ohne aufgeladene Bedeutung. Wir haben natürlich alle gedacht, alle gehen in den Außenraum. Es war nicht die Voraussetzung, aber es war irgendwie so selbstverständlich, weil das war jetzt möglich. Innen war, hätte ja vorher genauso was stattfinden können, gerade in der DDR hatte das ja seine Tradition. Aber ich glaube, gerade diese Erwartungshaltung war etwas, was ihn sich selber zurückziehen lassen wollte. Er wollte nicht das erfüllen, was man erwartet. Besonders, weil, das kann man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen, dieses Chaos an der aufgelassenen Grenze, zum Teil noch die ganzen Mauern, zum Teil die aufgehackten Mauern, zum Teil schon alles weggeräumt und eine Straße gebaut oder angedeutet. Also dieses ganze Durcheinander, das interessierte ihn eigentlich nicht und schreckte ihn eher ab. Der andere interessante Aspekt an dieser Arbeit ist, dass Anselmo kein neues Werk in Berlin entwickelt hat, sondern er quasi auf eine ältere Arbeit zurückgegriffen hat. Die hat er zum ersten Mal 1972 bei der Documenta 5 in Kassel ausgestellt. Sie trägt den Titel Partikulare und an jedem Ort, also sowohl in der Ostwohnung als auch in dieser Agentur im Westen, hat er jeweils 5 Dia-Projektoren installiert. Und diese Diaprojektoren haben dann den Schriftzug Partikulare in weißen Versalien sozusagen an die Wand, auf den Fußboden, auf bestimmte Details in diesen sonst leergeräumten Wohnungen bzw. Räumen geworfen. Das heißt also, automatisch wurden die Wände Teil der Installation. Und das Gleiche gilt auch, wenn Besucherinnen durch diesen Strahlengang gelaufen sind. Denn auch dann war sozusagen dieser Schriftzug plötzlich auf der Kleidung oder auf der Hand oder auf der Hose zu lesen. Also auch die Menschen wurden ein Teil dieser Installation. Und dieser rezeptionsästhetische Aspekt steckt auch schon im Titel der Arbeit. Denn Partikulare bedeutet übersetzt so viel wie ein Teil von, persönlich, privat, Detail, aber tatsächlich auch besondere Situationen, was sich ja schon auf 1990 übertragen lässt. Es ist damals sowohl in West-Berlin als auch in Ost-Berlin gar nicht so einfach gewesen, innerhalb kürzester Zeit Privatwohnungen für dieses Projekt zu finden. So hat es sich dann ergeben, dass Grischa Meyer, der Grafikdesigner dieses Ausstellungsprojektes, seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat für die Installation im Ostteil, im Prenzlauer Berg. Und im Westteil konnte man die Ausstellungsräume der Agentur InterArt in der Potsdamer Straße nutzen. Da ich hier sowieso nur mit 2/3 meiner Kraft gewohnt habe, habe ich dann gesagt, kein Problem. Ich bin hier eingezogen 86. Ja, 85 habe ich die Zuweisung bekommen, renoviert, 86 bin ich hier eingezogen. Naja, also um mal hier anzufangen, der Prenzlauer Berg war eigentlich ein Arbeiterbezirk zu DDR-Zeiten und auch schon davor. So war er eigentlich gedacht. Also das Ganze ist gebaut worden um 1900, um diese großen Mengen von Berlin-Zuzüglern im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Stadt unterzubringen, zu behausen. Und war komischerweise oder nicht komischerweise, sondern erstaunlicherweise durch den Krieg weniger zerstört als die Viertel im Zentrum der Stadt.
was dazu führte, dass auch wieder sehr schnell neu bewohnt war und auch viele Leute hier wohnten, für sehr, sehr lange Zeit blieben. Es war dann auch wieder eher ein Arbeiterbezirk, auch in den 60er und 70er Jahren. Und das änderte sich dann mit dem Beginn dieses Neubauprogramms, was man in Marzahn und überall aufgelegt hatte, weil plötzlich hatten Leute, die hier in Sonnenwohnungen wohnten, in diesen hohen Decken mit den Kachelöfen und so und mit einem Badeofen und so, hatten plötzlich die Chance, in eine kleine, aber perfekte Neubauwohnung zu ziehen mit, weiß ich was, Müllschlucker und Zentralheizung und fließend warmem Wasser. Also viele ließen diese Wohnungen auch schnell, also waren froh, dass sie ließen die aus den Händen, und es wurde anders besiedelt. Und da kamen halt Leute wie wir, sage ich jetzt mal so. Also diese komische Künstlerblase kam dann irgendwie dazwischen und es mischte sich. Das heißt, es war eigentlich für die Arbeiter und Angestellten, die hier normalerweise wohnten, war es so ein Lebensraum. Und für uns, für die künstlerisch Arbeitenden, alle meine Generation und jünger, war es eher so ein Werkraum. Also es war eher eine Werkstattgegend. Also wir besuchten uns in unseren Ateliers. Und wir trafen uns und wir feierten in den Ateliers und wir gingen in die Kneipen, in denen auch die Arbeiter saßen. Es gab keine Clubkultur in dem Sinne, es gab keine hippen Cafés und sowas alles. Vieles fand sowieso in den Wohnungen statt. Auf der anderen Seite ist das Werk, das ich in Berlin realisieren soll, ein Werk, das von seiner Natur her mit einigen zusätzlichen technischen Problemen überall realisiert werden könnte. Und das heißt, auf einem Platz, auf einer Straße, in der Metro, in einem Wald, auf einem Kahn, in einem Flugzeug, auf dem Mond etc. Und nicht nur in einem Raum eines Zimmers. Aus praktischen Gründen und nicht aus einem speziellen Interesse heraus habe ich mich dann entschieden, das Werk im Inneren von Wohnungen zu realisieren. Giovanni Anselmo an Stella Reciana am 15. Juli 1990. Seine Assistentin Stella Reciana hat im Prinzip vor Ort die ganze Organisation übernommen. Also sie hat diese Diaprojektoren organisiert, sie hat die kleinen Holzbrettchen organisiert und zugeschnitten. Anselmo hat die zum Teil sogar selber dann nochmal nachgestrichen, als er kam. Hat die Arbeit dann selber auch inszeniert, wie man hier auf den Fotos sehr schön sieht. Und kurz vor Eröffnung gab es quasi, wie es ja üblich ist, eine kleine Voreröffnung mit allen Beteiligten dieses Projektes. Und da haben sich ganz tolle Fotos erhalten, wo wir also hier Anselmo mit eben seiner Assistentin Stella Reciana im Gespräch sehen. Hier auf diesem Bild mit seinen beiden, ich nenne sie jetzt mal Kollegen der Arte Povera, mit Mario Merz und Janis Kunelis, und hier im Gespräch mit Ilja Kabakov. Giovanni Anselmo, ein ganz bescheiden, zurückhaltender, ruhiger Künstler, der eher minimalistisch mit Naturkräften arbeitet, sich gar nicht in den Vordergrund stellt und so eine ganz andere Künstlerfigur ist wie Kunelis, wie Rebecca Horn. Und deshalb von den beiden auch so geschätzt wurde. Und so ist die alte Freundschaft Arte Povera Norditalien, hat da funktioniert, wie bei Mario Merz, dass sie eben ihn gerne dabei hatten. Und obwohl er solche Dinge eigentlich nicht unbedingt gerne mitmacht, war das für ihn doch sehr spannend, in diese Situation, die er gar nicht kannte, sich hineinzubegeben. Anselmo hat schon seit den späten 60er Jahren mit Schrift gearbeitet und damit sozusagen Fragen nach den Beziehungen zwischen dem Objekt und seiner Bedeutung aufgeworfen. Er beschäftigt sich mit Phänomenen wie Unendlichkeit, die Ewigkeit des Materiellen oder auch mit der Wirkung unsichtbarer Energien. Seit die Arbeit auf der Documenta 5 in Kassel zum ersten Mal gezeigt wurde, hat er sie immer wieder neu inszeniert und auf ganz
unterschiedliche Räume angepasst, auch noch nach 1990. Und von daher, glaube ich, war wichtig, dass er eben sich zurückziehen konnte. Das passt zu seinem minimalistischen Ansatz und zu seiner Haltung und hat auch zunächst etwas verwirrt, weil man sagte, jetzt holt er da aus Italien einen Künstler und dann projiziert er nur ein Bild oder mehrfach dasselbe Wort. Aber ich glaube, genau das war dann seine Haltung, sich aus dem Trubel, aus dem Potsdamer Platz und aus dem, was so alles im Gespräch war, herauszuhalten und dieses Intime, über das Private nachzudenken, was ihm wichtig war als Thema. Das Thema des Privaten Ost, des Privaten West, was zusammenwachsen muss und was ganz unterschiedlich ist. Vor der Maueröffnung kam ja wiederum der Privatwohnung, insbesondere in der DDR, eine große Bedeutung zu. Denn in einer Welt, in der soziale Interaktion von Seiten des Staates streng überwacht wurde, wurde ja die Privatwohnung ein ganz wichtiger Rückzugsraum für Individualität, für abweichende Meinungen, auch für eine eigene Identitätsbildung. Und hier konnte Religiosität gelebt werden, man konnte einer gehobeneren sozialen Stellung Ausdruck verleihen anhand von Möbeln oder Haushaltsgegenständen. Hier konnte man Westgeschenke benutzen und vor allen Dingen auch die Westmedien konsumieren. Also das heißt, die Privatwohnung konnte quasi ein Paralleluniversum sein. Je mehr politisches Gewicht damit auch den privaten Wohnungen zukam, umso stärker wollte natürlich wiederum der Staat diese Wohnungen im Auge behalten. Und so machte eben die staatliche Kontrolle auch vor den Privathaushalten nicht Halt. Also westliche Übernachtungsgäste mussten sich in Hausbücher einschreiben. Die Staatssicherheit drang zum Teil mit Nachschlüsseln in Privatwohnungen ein, hat Telefonate abgehört oder auch ganze Wohnungen verwanzt. Diese Debatte war natürlich im Jahr 1990 total präsent um diese Machenschaften der Stasi. Und ich finde, auch in diesem Sinne lässt sich Anselmos Partikulare ausdeuten. Also bis zur Maueröffnung war der Staat eben auch immer Teil des Privatlebens und schrieb sich sichtbar oder unsichtbar in die Privatwohnung ein. Nicht nur das politische, sondern auch das kulturelle Leben fand ja in der DDR auch in Privatwohnungen statt. Viele Künstler haben zum Beispiel in nicht offiziellen Galerien in Privatwohnungen ausgestellt. Wobei auch das die Staatssicherheit immer gleich als ein Anzeichen politischer Untergrundtätigkeit verstanden hat. Diese Privatausstellungen haben eben oft ein Podium geschaffen für Künstlerinnen, die sonst keine Möglichkeit hatten auszustellen, weil sie vielleicht Autodidakten waren oder eher der nonkonformen Kunstszene angehört haben. Mit der Maueröffnung trafen ja quasi auch zwei Systeme aufeinander, die sich eben auch im Innenraum manifestiert haben, also zum Beispiel durch unterschiedliche Einrichtungen und auch einfach unterschiedliche Produkte, die es in den beiden Systemen gab. Und der politische Umbruch hinterließ dann vor allen Dingen in den Privaträumen der Menschen im Osten Deutschlands seine Spuren, denn ganz viele haben angefangen, sozusagen die Dingwelt der DDR zu entsorgen und sich neu einzurichten. Also Müllberge auf den Fußwegen und Straßen waren im Jahr 1990 kein ungewöhnlicher Anblick. Gerade auch nach der Währungsunion wurden eben häufig komplette Wohnungseinrichtungen ausgetauscht. Und vor diesem Hintergrund provozieren ja sozusagen diese leergeräumten Räume von Anselmo ein ganzes Spektrum an Assoziationen. Also eine leere Wohnung steht ja im wahrsten Sinne des Wortes immer für Umzug, für Neubeginn, für Neugestaltung. Das heißt also, man könnte sagen, Anselmos Werk reproduziert ein Stück weit die Realität und adaptiert sozusagen das Vakuum dieses Jahres 1990 als künstlerische Geste. Die Vergangenheit ist sozusagen noch durch dieses Wort Partikulare im Sinne von Teilung präsent. Die Menschen leben noch darin,
Aber die Teilung wird eben zunehmend sozusagen zu einem ephemeren Lichtbild. Keiner wusste ja damals, wie es weitergehen würde, weder im Osten noch im Westen. Das finde ich auch immer wichtig, weil man ja oft vergisst, dass mit der Maueröffnung auch West-Berlin seinen Sonderstatus als Insel in der DDR verloren hat. Das Viertel hat sich extrem verändert. Ich kann es vor allem natürlich beweisen an dem Haus, weil es war ja, gehörte der KWV, der Kommunalen Wohnungsverwaltung, hatte also keinen offiziellen Eigentümer. Und alle diese Häuser, die keine offiziellen Eigentümer hatten, kamen durch den Einigungsvertrag in das Bundesvermögen. Und dann fing sozusagen eine andere Geschichte an. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass der nicht groß Interesse daran hatte, hier wirklich was zu machen in den Wohnungen. Also nicht so lange hier Leute drin wohnen. Er hat das Treppenhaus schön gemacht und alles Mögliche, hat dafür auch Geld von der Denkmalpflege bekommen. Er hat das Dach verkauft und hat das Dach ausgebaut und verkauft. Und Fahrstuhl ist gekommen und so, aber nur für die Leute in der Dachetage. Aber das Haus ansonsten, also für die Mieter, die drin waren, blieb das eigentlich eine ziemliche Bruchbude, kann man nicht sagen, aber war ziemlich, also man muss nur die Wände angucken. Passierte gar nichts. Erst wenn jemand auszog, dann kam eine Truppe rein und renovierte das und mittlerweile ist wahrscheinlich die Etage, die hier unter mir ist, ist für das ungefähr Vierfache vermietet worden, als für die Miete, die wir jetzt bis zum Schluss hier bezahlt haben. Das Ganze ist nur ein Beispiel für das, was im ganzen Bezirk passiert ist. Also natürlich ist die Bevölkerung ausgetauscht worden bis zu 80-85% unter Garantie. Es hat natürlich damit zu tun, dass so eine Stadt wie Berlin immer einen natürlichen Zuzug hat. Aber diese Gegenden wurden plötzlich besonders attraktiv, weil sie eben nicht kriegszerstört waren. Also hier war die Kriegszerstörung nur minimal im Vergleich zu Friedrichshain oder Mitte oder so. Es war mit viel Fördergeld möglich, das alles zu sanieren und schön zu machen. Das ist auch passiert. Und das zieht automatisch eine ganz bestimmte Klientel an. Und die kommt dann natürlich hierher. Das heißt, das, was von den Immobilienmaklern als Künstlerviertel sozusagen annonciert worden ist und was sozusagen den Grund geschaffen hat, dass Leute hierher kamen, hat gleichzeitig den Grund dafür geschaffen, dass die Künstler alle weg mussten. Ja? Also es ist dann ein ehemaliges Künstlerviertel, in dem jetzt lauter Leute, die irgendwie im öffentlichen Dienst sind und hier
flanieren, die können sich jetzt vorkommen, als wären sie in einem Künstlerviertel. Das passiert auf der ganzen Welt so. In allen Metropolen ist es so, die Künstler sind die Trockenwohner sozusagen für die Gegenden, die dann sozusagen aufgewertet werden. Das ist hier, kann man das wie in einem Bilderbuch sozusagen, kann man das exekutieren. Das ganz übliche Ding, was hier passiert, und ich bin noch nahezu noch jemand, der sich am längsten hier in diesen Räumen halten konnte. Also viele meiner Freunde und Bekannten sind längst in Brandenburg oder irgendwo und haben es aufgegeben mit Berlin. Warum muss ich ausziehen? Also es war immer klar, dass wir hier zu wenig Miete bezahlen. Dass ich hier sitze seit 35 Jahren, war dem Mann wahrscheinlich immer schon ein Dorn im Auge. Ich muss trotzdem sagen, es ist ethisch gesehen doch eine ziemliche Schweinerei, jemanden, der jetzt 71 ist, nach 35 Jahren aus einem Mietverhältnis rauszuschmeißen, ohne Not. Denn den Eigenbedarf für seinen Sohn, den hat er sozusagen, hätte er auch über eine seiner anderen 40 Berliner Wohnungen realisieren können. Da hätte er jemanden raussetzen können, der erst ein halbes oder ein Dreivierteljahr da drin wohnt und sagt, tut mir leid, so hätte er können, wenn er gewollt hätte. So. Jetzt gehen wir und wir gehen nicht wirklich im Groll, aber wir gehen.